Hab nur Angst, dass das Vieh jetzt mir gleich entgegenkommt. Hier ist das Ding. Okay, ist... Hallo Freunde, willkommen zurück zu Whispering Willow. Im letzten Part habe ich irgendwie aus Zufall diesen Code hier eingegeben. Und ja, mal gucken, wohin wir jetzt hier kommen. Okay, sie hat auf jeden Fall Angst, hier ist auch was Böses, das höre ich auch. Okay, das Ding ist aber noch im Käfig. Da gibt es eine Notiz. Track Pause und letzter Stück. Warte, Tinte und er hat einen Ring mit einem Symbol drauf gegeben. Wir haben das Symbol in die Wand geritzt, um zu sein. Ich weiß nicht. Okay. Ich kann das sein, dass ich hier wirklich den Code brauche, den ich jetzt schon habe. Also bin ich vielleicht doch nicht so verkehrt. Okay, hier wird auf jeden Fall das Vieh später rumlaufen. Oh, hier rennt sogar ein Vieh rum. Alles klar. Und da muss ich nach oben. Okay, hier ist nochmal eine Nachricht. Drückt Pause und lest euch durch. Okay, wohin geht das Vieh? Das Vieh geht erstmal da rein. Alles klar, okay. Ja, hier ist ein Vieh drin, das wissen wir. Hab nur Angst, dass das Vieh jetzt mir gleich entgegenkommt. Hier ist das Ding. Okay, es ist nicht da drin. Okay, da kommt es gerade angeschissen. Geht es jetzt nur von links nach rechts? Also es geht nicht weiter geradeaus, oder? Nein. Okay, jetzt gerade ist es da drin. Jetzt geht's wieder. Okay, das ist ziemlich... Nur immer ziemlich kurz draußen. Drin. Oder kann ich den Eingang versperren hier? Ja. Okay, wenn das Vieh gleich da drin ist. Ich glaube, das muss ich sogar tun. Ansonsten gibt's... es kommt, glaube ich, zu schnell wieder raus. So, wartet. Ich hoffe, es geht jetzt nicht geradeaus, weil es mich sieht oder so. Nein. Schnell. Nein, es war wieder draußen. Scheiße. Scheiße. Okay. Nochmal. Ja, es ist halt scheiße, dass man so lange warten muss. Aber ich glaube, ich tue die Kiste schon mal ein bisschen weiter davor stellen. Wo ist das Vieh? Ist gerade weggegangen. Ja. Nein, falscher Knopf. So, und jetzt warten wir kurz. Da kommt das. So. Haha! Haha, du Scheißvieh. Kannst du mich mal hier am Popo kraulen? Kannst du mich her? So, wo sind wir jetzt? Puh, so spannend. Okay, irgendein Schlafzimmer. Ich habe einen Tagebucheintrag. Ich habe in der letzten Zeit über die Böse nachgedacht. Über das Böse nachgedacht. Woher kommt es? Wie sieht es in einer Person aus? Ich glaube, ich habe es nun aus erster Hand gesehen. Ich habe flackernde Schatten im Käfig gesehen und habe zuerst gedacht, ich werde verrückt. Aber nein, was ich gesehen habe, war real. Ich weiß es im Inneren. Ich konnte die Finsternis spüren, die von diesen Kreaturen ausging. Wie eine Art umgekehrte Sonne, wie ein schwarzes Loch. Durch diese Dinge fühle ich mich aussichtslos, hoffnungslos und traurig. Ich glaube, sie kommen aus unserem Inneren. Ich glaube, wir haben all diese Dämonen. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will einfach nur meinen Dad finden. Wir sind dabei. Was? Zerbrochener Spiegel. Es gibt überhaupt irgendwo einen Spiegel, der nicht zerbrochen ist. Da hat wohl jemand ziemlich viel... ja. Unglück. Dreht euch durch, yeah. Haben wir bisher eigentlich alle? Sieht stark danach aus. 13 Stück gibt's. Und wir haben... Kann ich nachgucken. Doch, jetzt. Okay, 13 gibt's davon. Wir haben 10 davon. Oh, gut. Okay, davon... Oh, Flying Hawk 1 Nachricht fehlt. Aber von Derby haben wir alle. Oder Darby. Und Le Fleur hier haben wir auch alle. Cool. Okay. Weiter geht's. Oh, hier geht's runter. Mysteriös und so. Oh, da geht's ja noch weiter runter. Wo bin ich denn jetzt hier? Ein ganz neuer Abschnitt, kann das sein? Was für eine coole alte Nähmaschine. Ja, kannst du bestimmt dick verkaufen. Garn. Was für ein Regenbogen an Garn. So schön. Ja. Wunderschön. Oh, Vögel. Oh, das ist eine Titz.
Drück Pause und lest euch durch, wenn es euch interessiert. Ich kann den Sog der Geisterwelt spüren. Ja, ja, ja. So. Vogelkäfig. So viele Vogelkäfer in diesem Raum. Ich muss damals absolut furchtbar zu reinigen gewesen sein. Ja, gibt's hier irgendwas zu sehen? Nö. Not really. Mann, ich drücke mal Escape anstatt Q. Nicht wirklich. Gibt's hier was zu sehen? Okay. Gibt's irgendwas, was wir jetzt noch nicht gesehen haben? Ja, wir können noch weiter runtergehen. Kann noch weiter runtergehen. Und nach links und nach rechts. Gut. Wir gehen zuerst nach rechts, weil es auf dem Weg liegt. Da ist eine Vase oder so. Die sieht auch wieder sehr auffällig auf. Aber nö. Mann! Drück doch Q und ich escape, du Arsch. Oh, Puppenhaus. Nö, gar nichts Gruseliges an diesem Ort. Überhaupt nicht. Nein. Puppen. Sind überhaupt nicht gruselig. Du hast den Arm gebrochen. Oder, nee, dein Kopf ist komplett umgedreht. Kann das sein? Marcy David. Der junge Meister Markus, ich muss essen. Ja, muss er. Der junge Meister Markus muss essen. Ja, muss er. Ich muss ihn finden, sodass er gefüttert wird. Jungen im Wachstum brauchen schließlich ihre Nahrung. Ja, kann gut möglich sein. Ja, ja. Gut, hier gibt's so weit, so gut nichts außer ein Puppenraum. Alles klar. Oder passiert irgendwas, wenn ich in der Gestalt bin noch? Kann ich hier ins Puppenhaus rein? Nö. Okay, dann bleibt uns nur noch der linke Weg offen. Wo etwas sein könnte. Womit wir ein bisschen weiterkommen jetzt. Weil ansonsten viel ist ja jetzt wo gerade nicht los, ne? Da das Bild sieht merkwürdig aus, kann ich das verschieben? Nein, aber da ist ein Geist. Hallo? Oh, der Butler wahrscheinlich. Reginald Kingsley. Das Abendmahl wird bald serviert. Bitte wartet. Meister Willows wird bald wieder hier sein. Sollte ich jetzt hier wirklich warten? Nee, oder? Wenn da jetzt eine Sackgasse ist. Oh ne, hier geht's auch nochmal hoch. Und da ist so eine Tür. Die hätte ich fast übersehen. Aber die. Du schließt die Tür auf, wie auch immer. Wo bin ich denn jetzt? In der Küche wahrscheinlich. Ja. Gut. Abkürzungen. Über Abkürzungen. Aber anscheinend musste ich das machen mit dem Weihenrätsel. Wie auch immer ich das gelöst habe oder woran man das jetzt wirklich gesehen hat. Vielleicht war es auch eins von den Mustern. Das ist ja das, was ich ausprobieren wollte. Aber dann hat es ja irgendwie funktioniert. Aber ich weiß halt nicht genau warum. Aber naja. Ja, hier kann ich noch weiter nach oben. Die Tür ist abgeschlossen. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Bleibt uns nichts anderes übrig, als hier hochgehen. Und da ist eine Notiz. Ich gucke jetzt auch immer teilweise ein bisschen darauf, dass ich hier an den Decken und so nichts übersehe. Lest euch durch, wenn es euch interessiert. Gut. Bücherregal. Das sind keine Bücher für selbst ausgeschriebene Gegenstände in diesem Bücherregal. Ja. Ja, hör auf rumzustöhnen, Mann. Da brennt es. Und da ist jemand. Dad, keine Sorge, ich bin hier, um dich zu retten. Ach, das ist der Vater? Elena, bitte nicht. Q, um die Form zu wechseln. Oh, das ist doch hier der Willow, ne? Wathram Willows. Törichtes Mädchen. Jetzt ist er mein. Das gab's auch nur du. Jetzt kommt Epic Fight hier. Oder Cutscene. Wow. Chapter 4. Wathram's Wrath. Es regnet. War es das wirklich? Es tut so weh. War es das nach allem, was ich getan habe? Nein, nein, ich kann nicht aufgeben. Ich kann nicht aufhören. Mein Vater, dieses Ende nicht hin. Okay, ich muss es tun. Ich muss meinen Dad retten. Wenn nicht, ich wer sonst? Ich bin die Einzige, die helfen kann. Ich werde nicht einfach aufgeben.
So ist es richtig. Richtige Einstellung. Warframe muss während des Kampfes meinen Anhänger die Energie entzogen haben. Ich kann meine Kräfte nicht einsetzen. Es ist mir aber egal. Ich habe keine Angst. Ich werde erfolgreich sein. Das muss ich. Dort ist etwas im Schlamm. Drücke Space. Telekopffilter. Ich wurde geschlagen. Ich habe versagt, dass ich etwas, was ich akzeptieren muss. Warframe hat die Energie meines Anhängers absorbiert und nun kann ich nichts verwenden, was Flying Hawk mir beigebracht hat. Ich fühle mich so machtlos, aber ich kann jetzt nicht aufgeben. Dad war so nah. Ich habe ihn gesehen. Ich konnte ihn fast erreichen, wenn ich nur ein wenig stärker wäre. Nein, ich weigerte mich. Ich weigere mich aufzugeben. Jetzt nicht. Niemals. Ich komme und hole dich, Dad. Warframe, pass besser auf. Okay, wir können kein Q einsetzen. Das sieht so aus, als gehört es zu einer Art Teleskop. Okay, wo ein Teleskop ist, wissen wir ja. Endlich hat das Ding mal einen Zweck. Gehen wir da erstmal schnurstracks gerade hin. Okay, es regnet. Das Regen, das nervt ein bisschen. Wieso gibt es in jedem Videospiel irgendwas mit Regen? Fasste ich nicht. War das hier? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das hier war. War das hier mit dem Ding? Mit dem Teleskophaus da? Ich weiß, das Sanktorium oder so müsste das doch heißen, oder? Ich weiß den Namen gerade nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Denke ich mal. Aber Chapter 3 war relativ kurz. Kann das sein? Sternwarte. Hier muss das herfür sein. So. So, schauen wir mal durchs Teleskop. Drücke Space, um das Teleskop zu verwenden. Alles klar, das ist das, was ich da jetzt... Nein. Nichts passiert, wie... Das ist auch fast so, wie ich das gemacht habe. Ach nee, da oben, der erste. Muss weg. Ja. Okay, das war einfach. Aber ich verstehe nicht so ganz. Wieso... Ich verstehe nicht so... Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, warum ist der Vater jetzt nicht mehr da oben? Ist er jetzt woanders oder was? Aber woher weiß sie das, wenn sie da runtergeknallt ist? Oder was? Nach was sucht sie? Sucht die jetzt nach einer Waffe oder... Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Oder will die Energie wieder aufladen des Anhängers? Ich meine, ich kann nicht Q drücken. Nun, hier einzelne Kiste. Für was könnte sie sein? Tja. Komme ich da durch? Ja, okay. Da ist ein lächelnder Smiley. Okay, ausschalten wir das nicht. Hier ist ein Vieh. Ah, da oben an der Decke. Oh, man sieht's, wenn es durch den Qualm geht, denke ich mal. Ja, yeah. Oh, habe ich mich erschrocken. Oh, ist das ätzend. Jetzt sehe ich das Vieh noch nicht mal. Wo ist das Vieh? Da oben. Okay, ich gehe mal ein bisschen langsamer. Ja. Da ist das Vieh. Ich glaube, das springt auf mich, ne? Ja. Okay, wie soll ich daran vorbeikommen? Ha. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, wie ich das machen soll. Ich meine, die Leiter da hoch komme ich, aber da ist noch eine Notiz, die ich ganz gerne hätte. Ich verstehe nur noch nicht so ganz, wie ich an das Vieh vorbeikomme. Wieso will mir das wehtun? Das verstehe ich auch nicht. So, jetzt ist das Vieh da hinten. Und da dreht es schon um. Ja, super. Wie soll ich denn daran vorbeikommen? Und bis wohin geht das Vieh? Oder fällt mir das auch hier nicht auf den Kopf? Doch. Ha. Ja, wie soll ich an die Notiz kommen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. An dem Rad hier kann ich nichts machen, ne? Nö. Ja, versuche ich nur die Leiter da hochzukommen. Erstmal. Ich versuche es auch gerade ein bisschen zu hören. Ja, okay, hoch komme ich. Ich hoffe, das Vieh ist irgendwann weg. So, dass ich an die Notiz komme. Ja, hier ist eine Notiz. Lest euch durch. Und so, wenn es euch interessiert, ne? Und ansonsten gibt es hier, denke ich mal, nichts. Gehen wir erstmal hoch. Wo sind wir? Sind wir jetzt wieder in der Villa?
Ist das die Villa? Ja, es sieht stark nach der aus, ne? Nach der Villa. Ist das hier, wo der... Wenn ich jetzt gleich... Nee. Ich wünschte, ich könnte eine Musik spielen. Vielleicht lerne ich das eines Tages. Ja, ja, wird schon. Okay, ja, mehrere Wege. Dann gehen wir erstmal nach links durch. Eigentlich ist das die Dings, der Part um, aber ich will mir jetzt nochmal gucken. Außerdem hat es, glaube ich, nicht gespeichert. Abgesehen, außer da unten halt. Aber ich will jetzt hier ganz nochmal ganz kurz gucken. Hier gibt's nichts. So, ich weiß, also wie gesagt, ich verstehe jetzt nicht so ganz genau, wonach sie sucht. Ob sie ihren Anhänger aufladen will oder ob sie einfach nur nach ihrem Vater weitersucht. Aber dann frage ich mich, warum das Erste, was sie macht, also beziehungsweise ich spiele sie ja, irgendwelche anderen Wege geht. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Aber naja, vielleicht werden wir es eines Tages sehen. Hier regnet es rein. Oh nein, es ist ja oben schon wieder so ein Vieh, ey. Wo dreht es denn um? Okay. Drück Pause. Muss ich mich gerade mal ein bisschen beeilen. Wo ist das Vieh? Da ist das Vieh. Ja, wartet. Ich sehe ja gleich grob ein bisschen im Bett. So müde muss weitergehen. Okay. Wir sehen ja gleich, ob es da oben noch so grob irgendwas gäbe. Okay, da geht es noch ziemlich weit. Okay, nee, wir kommen hier wieder hoch. Alles klar. Nulltitz, drück Pause und so. Ich übrigens mach den Paar jetzt mal 20 Minuten lang oder so. Okay, da ist das Vieh. Jetzt haben wir es überholt. Okay, es ist ein extrem langer Gang. Oh, ein Pooltisch. Ich wünschte, das wäre hier, um mich zu wehren. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob du so gerade da mit ihm spielen würden wollen. Tust. Ein neuer Tagebucheintrag. Ich weiß jetzt, wo diese Dämonen sind. Sie sind Teile von Warthrins verdorbener Seele und sie haben ihren eigenen Kopf. Er hat ein Gebiet geforscht, in denen er nicht hätte forschen sollen. Er hat nach Wissen gesucht, das nicht für Menschen bestimmt war, was darin endete, dass keine Seele zerbrach und seine geliebten Kinder erschaffen wurden. Ich muss vorsichtig bei ihnen sein. Sie agierten als Warthrins Wachhunde und ich darf nicht zulassen, dass sie mich schnappen, ansonsten würde ich mich... Oh nee, gibt's jetzt noch mehr von diesen komischen Ameisen da? Oh nee, das ist ein bisschen nervig, die Viecher. Das war... Na komm, okay. Komm, die Notizen immer noch. Drück Pause und lest euch durch. Ist gut. Gute Buch. Nee, nach oben will ich jetzt nicht. Ich will hier ganz gerne noch gucken. Eine Ritterrüstung und blau und blub. Die Tür ist verschlossen. Alles klar, hat sich erledigt. Ha. Ja. Wir dringen immer weiter in die Villa vor. Finde ich auch sehr interessant. Das ist ein ziemlich großes Haus, muss man sagen. Also ich hätte mich da drin 5-mal verlaufen. Retterrätsel? Ja, drück Space, um das Ritterrätsel zu schauen. Ich habe gerade auf dieses Teleskop da geguckt, ob es vielleicht damit was zu tun hat. Ja, wir kommen gleich nochmal hier finden. Erstmal gucken. Okay, die Tür ist verschlossen, also muss ich dieses Rätsel machen hier, ja. Ja, toll. Oh ne, sowas hast du ja auch, ne? Dieses Try and Error. Hä? Ich gehe da gerade so typische Schwertposis durch. Okay, jetzt nicht mehr, aber eben. Ich kann mich ja nicht manifestieren. Ich gehe dann davon aus, dass da noch unten was passiert. Also bei den Kaminen da. Oder haben wir eine, ja hier. Okay, hier weiß ich nicht.
Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, das da alles nachzugucken. Ob da irgendwas stand damit, mit so einem Ritter. Naja, keine Ahnung. Ich guck mir jetzt nochmal ganz kurz andere Statuen an. Vielleicht haben die, oder Bilder oder so, wo es irgendwie was Anzeichen für gibt. Ein Ritter, er braucht seine Waffe. Sieht aus, als würde diese Rüstung hier schon seit ewigen. Ja, er braucht seine Waffe. Oder wir kriegen die Waffe von da unten. Das kann natürlich auch sein, aber... Ich habe echt gerade keine Idee, wo ich das halt so, ne? So herausfinden. Aber naja, okay, Leute. Ich beende den Part jetzt hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein. Tschüss.